Und damit willkommen zurück zu Doraemon Story of Seasons. Yes, baby, yes! Weiter geht es jetzt hier mit dem lieben Nobita, der jetzt ja schon seine Farm hier richtig schön aufgerüstet hat. Und ja. Das heißt, es ist hier gießen, gießen, gießen. Und zwar in Massen. Und ein kleines Nickerchen machen. Ich darf immer noch keine Käfer fangen, weil ich noch nicht genug Money habe. Aber egal. Money bekommen wir, wenn wir endlich unsere Rüben verkauft haben. Dann gibt es genügend Geld für uns. Ja, die Kartoffeln sind so eine Frage, die ich mir stelle. Was werden die uns bringen? Aber schön, dass die Bewohner hier auch rumlaufen. Einfach mal so, zack, bei dir an der Farm vorbei. Na, du kleines Mädchen. Ah, ich muss mir irgendwann mal die Namen merken von allen. Und ich glaube, das hier wird jetzt echt wieder heftig für mich, was die Ausdauer angeht. Der alte Herr vom Viehladen. Mal nicht am Schlafen. So. Jetzt habe ich die 50% erreicht. Das ist echt hier, ja, wie soll man sagen, eine Knochenarbeit. So, jetzt nervt mich aber hier dieser Baum gewaltig, deswegen baue ich den jetzt mal ab. Na komm. Normales Holz, okay. Weichholz. Oh, da habe ich auch einen Brunnen. Oh, das ist ja praktisch. Der ist ja gleich da vorne. Warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, das ist... leicht. Das ist das andere. Okay. Gut, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Haben wir das alles soweit ausgerüstet? Wie sieht es denn jetzt mit unserer Ausdauer aus? 22. Also ich könnte jetzt doch mal so ein kleines Nickerchen machen. So 3 Stunden. So, und dann, ja, machen wir mal den Stein hier weg. Ich glaube, aber von der anderen Seite kommen wir besser ran. Wäre ich nicht so weit weggeschubst. Ich sehe ja hier drüber einen Filter auch über der Figur und das muss ich sagen, das stört mich gerade so ein bisschen, dass wir dann auch so einen Filter drüber gemacht haben, damit es halt so aussieht, wie es jetzt aussieht, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber okay. So, wir hatten als Aufgabe nochmal bekommen, was Wichtiges, das Saat-Set aus dem Frühling. Und dafür sollten wir jetzt jemanden suchen. Und der ist jetzt gerade Natura Ost. Sollten wir da doch mal hingehen. Ich hoffe mal, dass er dann auch noch da ist. Jedenfalls soll er hier irgendwo sein. Irgendwo hier ist er. Vielleicht ist er ja auch was essen. Nö. Ist er auch nicht. Ne, die gehen jetzt raus.
Irgendwo muss er doch sein. Da ist er doch. Das ist das optimale Wetter für die wichtige... Was ist er denn? Er soll doch hier irgendwo sein. Ja, ihr geht spazieren, das ist klar. Hä? Bin ich jetzt total bescheuert oder was ist los? Ist er im Krankenhaus oder hier bei den Kranken? Irgendwas nicht nur wieder. Bist du verletzt, krank oder simulierst du vielleicht bloß? Übertreiben wir es nicht, Dr. Rokondo. Sicher, sicher. Also dann, wie kann ich dir helfen, Obita? Verkaufen Sie etwas in der Klinik? Wir verkaufen Erholungsgetränke. Ich mische sie selbst zusammen. Hey, das ist irgendwie seltsam, aber okay. Sag mir einfach, was du brauchst. Alle Tränke wurden getestet und sind sehr wirksam. Natürlich zeigen sich wahre Gesundheit, wenn man ohne Ergänzungsmittel gesund und munter bleibt. Also auch hier komplett fehl am Platz. Er sitzt da wie ein Stück Wasser in der Kurve. Wo ist denn jetzt der Typ? Der soll doch hier eigentlich irgendwo auf dem Weg sein. Zu mir. Gut, es gibt noch das Haus hier, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da drin ist. Würde mich wundern, wenn er jetzt hier irgendwo in den privaten Bereichen rumlungert. Sie müsste jetzt da sein und was verkaufen, ne? Ja. Das heißt, dann ist er jetzt wahrscheinlich weg. Das ist jetzt gerade echt schwer, wo der sein könnte. Hier ist Doraemon. Troplace Farm. Und ich farm Troplace. Muss doch irgendwo runtergehen. Hä? Ach so, das ist ein weiteres Feld. Okay. Upp. Upp. Bambussprossen zum Essen. Zieh dir das mal an. Da ist sie doch, die Spitzhacke. Löwenzahn. Haben wir jetzt auch schon gefunden. Okay. Und den Baum darf ich sogar abbauen. Ui. So, können wir zwischendurch mal essen. Aber schön, dass es immer noch mal in die Kamera zeigt. Pff, hier wird einfach Weichholz angespült. Oh. Hier drin ist ein Brief. Mein 10. Jahrestag. Gutes Leben, gutes Essen. Zeit für eine Rübendiät. Oh, ich trage schon so viel. Hier treffen sich die Kinder. Auch interessant. Und jetzt bin ich schon wieder zurück. Naja. Gut. Hat mich jetzt nicht wirklich viel weitergebracht. Packen wir da rein. Und das andere packen wir alles da rein. Jedenfalls haben wir dann was für die nächste Folge. Was verwende ich in letzter Zeit weniger? Den
die Axt. Dann packe ich jetzt mal die Axt weg. Komm. Obwohl, wisst ihr was? Das packen wir hier rüber. So. Das sind alles Materialien, die ich verkaufen kann. Die ich nicht verkaufen kann, die ich nutzen kann. So. Haben wir das alles sortiert schön. Alles in Ordnung. Hey Nobita, das Wetter ist großartig, oder? Ja. Yep. Das Wetter ist großartig. Ah, die darf ich aber so nicht kaputt machen. Okay. Das ist auch interessant. Das finde ich wirklich sehr interessant. Hm. Ein schöner Tag zum Spazieren gehen. Yep. So, hat eigentlich der Schmied noch. Ach, der Zimmermann noch offen? Kann man ja nochmal gucken. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen bekommen. Die Vogelscheuche, das darf ich alles noch nicht, ne? Holzweg. Wenn ich davon jetzt mir ein paar machen lasse. 3000! Du willst mich doch... Boah, er will mich doch auf den Arm nehmen, ey. Ja, und hierfür brauche ich diese ganzen Sachen. Oh mein Gott. Pff, 3000, ey. Für einen Holzweg. Ich möchte nur mal ganz kurz erwähnen. Für einen Holzweg. Oh. Da kann ich ja hier mal ein bisschen gucken, was ich noch hier so finde. Toll, jetzt habe ich meine Axt nicht mit. Wie viel Ausdauer habe ich denn? 50. Abbau nicht möglich. Ah, hier. Oh, ich habe mein erstes Kupfererz gefunden. Ah, und das ist das dann mit der Höhle. Wenn man dann runter... Ah, okay. Und dann bekomme ich hier auch so welche anderen Sachen. Und Kupfererz ist ja schon mal echt gut. Und da geht es dann runter. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie wird das sein? Kann ich jetzt hier alles einmal abbauen oder... Scheine bekomme ich hier massig. 29, ja gut, das kann ich jetzt hier einmal alles abbauen. Müll. Lieber nicht trage, schon zu viel. Ich trage schon zu viel. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe jetzt gerade so ein ganz klitzekleines bisschen abgebaut. Und schon trage ich zu viel. Aber Müll brauche ich für die Vogelscheuche, von dem her ist das alles in Ordnung. Oh, ich habe sogar Eisenerz gefunden. Deswegen. Nein. Mysteriöser Müll aus der Mine. Ob jemand so etwas sammelt? Das weiß ich leider auch nicht. Unser Konto sieht wie folgt aus. 1297, also wir haben schon wieder ein bisschen Plus gemacht, aber nur mit dem bisschen, was wir gesammelt haben. Ist jetzt nicht so die Welt gewesen, aber ich würde sagen, es reicht trotz alledem, um den Tag zu überstehen. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.